Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine neue Folge von Will It Boost, und zwar eine Special-Folge, denn heute werde ich alle meine Gaming-Booster zusammenmischen und mal schauen, was dabei rauskommt. Wer nicht weiß, was Will It Boost ist, kann gerne mal die Playlist in der Beschreibung abchecken, denn in der ersten Folge hatte ich dort alles erklärt, also was das Ganze überhaupt ist. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt eine Direct-Message at Dominic Byrne. Freut euch auch schon auf nächste Woche, denn dort werde ich einen neuen Gaming-Booster aus den USA reviewen. Dafür gerne schon mal ein Like auf dieses Video da lassen, Omega Dull. Wie gesagt, mische ich heute nicht nur zwei Gaming Booster zusammen, sondern wirklich fast von jeder Marke eines Gaming Boosters. Und ich habe mich für folgende Hersteller und Geschmacksrichtung entschieden. Also zu den Herstellern erstmal einmal Tryhard Plus, Level Up, Zack Plus und God Mode. Diese vier Gaming Booster habe ich genommen. Und jetzt die jeweiligen Geschmacksrichtungen waren: bei Tryhard Plus habe ich Slurberry genommen. Und zwar habe ich da 6 Gramm genommen, also einen halben großen Scoop, beziehungsweise von den neuen Scoops, die ja kleiner sind, habe ich einen ganzen genommen. Übrigens 5% mit dem Code Burn, ihr wisst Bescheid. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal bedanken, dass bereits so viele schon mit dem Code bestellt haben, was ich echt nicht erwartet hätte. Also vielen Dank dafür. Dann bei Level Up habe ich mich für Strawberry Kiwi entschieden. Da habe ich aber nur 2 Gramm genommen. Ich hatte ja noch den Tester und habe davon dann sozusagen ein Viertel genommen, weil der Booster halt, also Strawberry Kiwi, ist halt sehr, sehr sauer. Ich dachte aber, ich will den mit drin haben, weil der Geschmack sehr gut mit den anderen harmonisieren könnte. Von Zack Plus habe ich natürlich Cola genommen. Da habe ich einen halben Löffel genommen. Das heißt eine Viertelportion nur, weil dieser sehr, sehr stark ist und auch relativ sauer ist durch das Acetyl-L-Carnitin. Und ich wollte halt aber den drin haben durch das Guarana. Bei God Mode habe ich mich für Himbeere entschieden. Auch da habe ich einen halben Löffel genommen, das heißt eine halbe Portion. Auch für den Geschmack habe ich mich entschieden, weil ich dachte, das könnte sehr gut mit den anderen harmonisieren. Ich hatte ja beispielsweise Tryhard Plus Slurberry mit Viper Drive schon mal gemischt, was ja auch Himbeere ist. Und das fand ich schon sehr lecker. Deswegen dachte ich, bringe ich das jetzt aber mal von God Mode mit rein. Ich habe also sehr hohe Erwartungen an diesen Gaming Booster, da nicht nur die Inhaltsstoffe sehr vielversprechend sind, sondern auch die Geschmäcker meiner Meinung nach miteinander gut harmonisieren sollten. Ich habe etwa, ja, so um die 300, 360 Milligramm Koffein jetzt in dem Gaming Booster dann. Davon sind ungefähr auch 50 Milligramm Koffein aus dem Guarana. Nur zur Info, die empfohlene Tagesdosis, also die Maximaldosis, die man laut EU nehmen sollte, liegt bei 400 Milligramm Koffein am Tag. Also don't try this at home, kids. Ich habe mir auch überlegt, mal wieder ein paar Clips einzubauen, um euch zu zeigen, wie ich diesen Special Game Booster zusammenmixe. So könnt ihr dann auch gleich noch die Farbe sehen von meinem, ja, Frankenstein Booster nenne ich ihn. Ich glaube, das trifft es ein bisschen besser vom Namen her. Hier könnt ihr dann nochmal auch grob die Menge sehen, die ich dann da reingetan habe. Ich habe es ja eben schon erwähnt. Meistens habe ich so eine halbe Portion oder von Zack Plus dann eine Viertelportion genommen. Ja, zur Farbe kann man sagen, die sieht echt gut aus. Ihr werdet es gleich auch nochmal in der Live-Reaction hören. Also von der war ich echt positiv angetan. Erst war ich so ein bisschen skeptisch, aber dann fand ich es doch nice. Und nachdem ich dann halt alles in den Gaming Booster reingepackt, beziehungsweise in den Shaker reingepackt hatte und es dann fertig geshakt hatte, wie ihr jetzt auch hier sehen könnt wahrscheinlich, ich hoffe, das passt so alles, wurde es dann halt auch Zeit für den Geruchs- und den Geschmackstest. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt auch wieder in die Live-Reaction über, also let's go. So, ich habe das Ganze jetzt durchgeshakt, ihr habt es ja auch schon gesehen in dem kleinen Clip. Und ich muss sagen, also die Farbe, erst dachte ich so, boah, sieht das eklig aus. Aber dieses Grau, das ist ja so ein Mausgrau. Ich finde, es sieht einfach heftig aus. Ich werde das Ganze jetzt mal öffnen. Okay, und dann werde ich mal dran riechen. Boah, krass, okay. Es sind irgendwie 50 verschiedene Gerüche da drin. Es ist schwer zu beschreiben, was jetzt da am stärksten ist, welcher Geruch, sage ich mal. Es kommt weder Slurberry raus, noch irgend so ein Cola-Geruch oder Himbeergeruch. Auch vom Level Up merkt man eigentlich gar nichts. Es ist einfach ein komplett neuer Geruch. Von der Löslichkeit her ein bisschen ist was am Boden, aber sonst... Ich habe ja auch einen Game Booster ausgesucht mit einer sehr guten Löslichkeit. Und ich werde das Ganze jetzt einfach mal probieren. Alter, schmeckt echt richtig gut, muss ich sagen. Nicht nur, dass die Farbe ziemlich nice aussieht, meiner Meinung nach, also dieses Mausgrau finde ich richtig nice, sondern der Geschmack ist auch richtig gut. Also wie schmeckt's? Ich schmecke kaum Cola, ich schmecke auf jeden Fall ein bisschen Slurberry, weil davon habe ich ja natürlich auch sehr viel reingetan und das ist auch sehr ein starker Geschmack. Also ich will jetzt nicht sagen penetrant. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen die Himbeere raus von God Mode. Was ich sehr gut finde, ist, er ist eigentlich nicht sauer, weil da hatte ich ein bisschen Angst, dass durch das
Acetyl-L-Carnitin aus dem Sekt Plus, dass das sehr sauer wird, dass das Level Up, dass das, was ja auch sehr, sehr sauer ist. Zum Glück habe ich davon jetzt nicht so viel genommen, dass das Ganze auch dann wieder passt. Und den Nachgeschmack finde ich jetzt nicht so nice, merke ich gerade. Aber insgesamt, also wenn ihr die ganzen Booster zu Hause habt, könnt ihr es auf jeden Fall mal testen. So, das war also meine Reaction auf den Frankenstein Game Booster. Also die Amis sagen ja immer so bei verrückten Kombinationen Frankenstein oder Frankenstein. Wenn man zum Beispiel so einen Fischburger mit einem Big Mac und einem McChicken irgendwie zusammen kombiniert, da hat man so einen Frankenstein Burger. Also nur damit ihr mal versteht, warum ich diesen Game Booster jetzt so nenne. Kommen wir nun zur obligatorischen Frage für dieses Format, und zwar: Will it boost? Ich würde sagen, ja. Ein klares Ja. Der Game Booster boostet auf jeden Fall. Die Farbe finde ich mega nice. Der Geruch ist ja auch ziemlich gut. Also es riecht nicht eklig oder so. Der Geschmack ist auf jeden Fall gut. Der Nachgeschmack ist jetzt vielleicht nicht ganz so ideal, aber alles in allem ein richtig geiler Booster. Also ich hätte nie gedacht, dass wenn ich das jetzt alles so zusammen mische, dass da sowas Nices bei rauskommt. Es war auf jeden Fall ein voller Erfolg, würde ich mal behaupten. Weil leider waren die letzten 2-3 Folgen waren ja nicht so ein Erfolg, und deswegen war das jetzt ziemlich nice. Also falls du jetzt bis zum Schluss dran geblieben bist, dann ist hier noch, also als kleiner Bonus, ein Highlight-Clip aus meinem Twitch-Livestream. Helft mir auch gerne da, die 100 Follower zu knacken, und drückt auf das Herz bei burn_gamingtv. Und ich würde jetzt sagen, roll the clip. Da ist noch ein Gibraltar. Achtung, hinter euch ist ein Lifeline. Und ein Auto. Das Auto shit, gehört. Der Gibraltar lebt noch. Ja, der Gibraltar lebt noch. Das ist kein Gibraltar, das ist ein Mirage. Oh. Hä? Da war noch, das war noch ein Squad. Das heißt, es waren 2 Squads. Ja. Fuck. Ich hab den Mirage gekriegt und ein Auto. Ey, so der heftigste Gunfight gerade. Und ein Auto ist auch noch da. Oh, sorry. Ja, das war also der Clip. Wie gesagt, folgt mir gerne auf Twitch, wenn ihr möchtet. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um keins meiner Videos zu verpassen. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Und tschüss.